Yo Freunde, willkommen zum ersten Spieltag der Showdown YouTube League. Ja, nun steht der erste Kampf an gegen Flo von Games Per Second und ich muss sagen, ich bin ehrlich gesagt schon ein wenig nervös. Wir haben hier unser Team und jetzt bin ich gespannt, was er dabei hat. Also, wir sehen den mega tryhardigsten Shit ever, nicht rein Oyu und Yuyu. Naja, kann man ja machen, muss und sollte man aber nicht. Ja, an sich nicht so schlimm, da er Kikle und Monagoras nicht dabei hat, also im Prinzip vorbereitbar. Viermal Kampffreaks, das heißt Panferno ist natürlich etwas riskant in den Lead zu schicken. Deswegen mache ich es auch nicht und nehme Manectric. Obwohl, er könnte mit Mammut leaden, dann wäre vielleicht auch hier ein Lead mit Manaphy gar nicht so schlecht. Und wisst ihr was, dann nehmen wir doch Manaphy mal in den Lead gleich. Vielleicht etwas riskant. Ich werde mir auch hier mal einen Zettel nehmen und gewisse Sachen mitschreiben, was Items angeht, damit ich das nicht vergesse. Handschriftlich natürlich, wie sie das gehört an der Stelle. Ich bin ja mal gespannt, wie es läuft, Freunde. Also, wie gesagt, kann alles passieren. Kann gut, kann schlecht laufen. Was das Team angeht, bin ich schon mal erleichtert, dass nur der tryhardige Shit kommt und nicht der ganze Rest. Ja. Soll ich mal den Timer starten? Ich starte mal den Timer am besten. Ja, ja, ja. Die Rooms sind auch ausgeblendet. Das finde ich gut, dass das Kampffenster allein steht. Das war nicht immer so, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also, Showdown haben sich ein paar Sachen rumgeändert. Er wird wahrscheinlich auch seine Aufnahme noch starten, ein bisschen Begrüßung machen, laber, laber, laber. Aber, die Zeit tickt halt dann doch irgendwann mal. Naja. Naja, was müssen wir sagen? Also die größte Gefahr geht, ich weiß nicht, von Empoleon geht für mich fürs Erste noch keine Gefahr aus. Manaphy wird hier einen sehr soliden Job machen, bevor das Last dabei nicht Gravums, weil dafür da doch ein paar Zuschnelle dabei. Aber Manaphy hier sollte eigentlich alles bis auf die beiden Besagten outspeeden. Das gilt übrigens selbst gilt für Panferno. Er sollte alles bis auf Latias und Fiara outspeeden können. Demnach können diese beiden auch zum Problem werden. Calamanero? Hat gegen alle was Effektives, das ist sehr, sehr gut. Ich bin auch froh, dass ich hier nicht mit dem so nur am Tryharden bin, weil wirklich da, ich nehme Yuyu und Oyu mit und dann braucht dann Standard-Moveset rum, das ist für mich Tryharden, das ist halt, naja, wir werden sehen, ob er seine 5 Minuten hier für das Ding beansprucht oder halt auch nicht. Ja, gut. Aber irgendwann sollte dann schon mal losgehen, ist egal, ich kann dir noch eine Runde was erzählen. Sabayone hat hier einen akzeptablen Stand, würde ich nur sagen. Es mir, ich werde auch gleich sagen, es ist mir relativ egal, wie viel ich sollte ich einen Kampf gewinnen. Es ist mir egal, ob ich den 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0 oder 1-0 gewinne. Sieg ist Sieg, es gibt dafür die Punkte, mit denen man das sein Team erweitern kann. Und darum, das ist mein Ziel, nicht hier irgendwie dann in der Tabelle, weil ich ein Pokémon weniger verloren habe als nächster vorzuspringen, ist im Endeffekt bringt das für meinen persönlichen Begriff nichts, muss mal kurz auf Skype das abchecken gehen. So, die Ansage war relativ obvious, Freunde. Sollte ich mal das Ding aus dem Fenster rausmachen. Vielleicht werde ich hier auch hingehen und doch ein bisschen was rausschneiden. Die Ansage war einfach, er hat gefragt, ob noch einer von Games Per Second mitkommentieren darf, ohne zu helfen. Ich meine, ja, ich hoffe, man wird es dann ja helfen, finde ich, wie gesagt, lame. Solange das ganz neutral abläuft, ist mir das egal. Und wenn nicht, dann, ja, haben wir halt hier eine doppelte Herausforderung. Macht nichts an Herausforderung, wächst man ja bekanntermaßen. Und es geht los mit einem Lead, mit dem ich durchaus leben kann, um ehrlich zu sein. Also ich auch einfach mal offensiv auf den Icebeam direkt gehen. Wenn er, wie gesagt, hier Relaxe holt, dann habe ich ein Problem. Zum einen natürlich, aber zum anderen soll ich dann auch rausgehen und Regirock. Ne, Regirock ist auch nicht so günstig. Wenn er auf Relax geht, werde ich mich boosten direkt mit Manaphy und dann werde ich erstmal Regentanz holen. Also Relax wäre ein bisschen blöd. Empoleon, da kann ich vielleicht dann auch tryharden und rauf auf die Attacken gehen. Also dann, eigentlich hat er jetzt schon ein bisschen ein kleines Problemchen, weil der Lead für ihn nicht so günstig gelaufen ist. Und jetzt würde ich auch ein bisschen überlegen, wie viel macht der Eisstrahl. Der Eisstrahl sollte 50% machen, wenn er es nicht defensiv spielt. Umgekehrt, er kann Donnerblitz, Draco Meteor, alles nicht so coole Attacken, aber ich habe euch ja gesagt, ich habe hier ein bisschen noch uminvestiert in KP und Spätzdev, glaube ich sogar. Also von daher, nee, ein physischer Dev war das, ist egal. Mattert jetzt nicht so.
Fakt ist auf jeden Fall, er ist auch ein Spieler, der sehr, sehr lange denkt im Vergleich zu mir. Das hoffe ich, dass das nicht alle in der Liga hier so machen, aber ich kenne davon, wie gesagt, keinen vom Spielstil her. Von daher müsst ihr auch leider daran gewöhnen, dass es hier etwas länger dauert. Ich finde es ja lame, dass dann die Zeit wieder auf voll aufgestockt wird, nicht einfach nur um 30 Sekunden, was ich persönlich besser finde, weil so kann man halt schon ziemlich lange Kämpfe konstruieren. Aber an seiner Stelle ist es hier besser, er überlegt mehr. Er geht in die Mega-Entwicklung und haut den Energy Ball raus. Das ist relativ uncool. Das ist nämlich gleich relativ offensiv. Und Manaphy, ja, das ist gleich zu opfern. Der wäre natürlich ein bisschen riskant. Aber ich könnte auch spekulieren, dass er nochmal auf eine Attacke drauf geht, auf einen Energy Ball. Ja, oder ein Draco oder ein Psyshock. Oder ich weiß ja nicht, was er drauf spielt. Das ist ein bisschen das Problem. Dennoch glaube ich, dass hier Malamar nicht die schlechteste Wahl ist. Er holt den T-Ball tatsächlich, um was jetzt wieder wechseln. Knock-Off soll... Ja, Knock-Off ist immer die beste Wahl hier an der Stelle. Egal, was er macht, er wird damit ein bisschen Probleme bekommen. Er hat Manaphy natürlich jetzt schon verhältnismäßig relativ hart angehittet mit knapp über 50% Schaden. Ist das nicht ganz so cool, aber ich habe Malamar in Szene gesetzt bekommen. Draco Meteor wird nicht reichen, obwohl er sehr harten Schaden drückt. Aber wenn er Malamar besiegen will, Leute, kann er gerne machen. Ihr wisst, das juckt mich wenig. Ich hätte vielleicht mal Fiaro Sabayone, den Kalk hätte ich mal durchlassen sollen. Allerdings glaube ich, spielt man Fiaro in der Regel ungeboostet, von daher sollte das kein Ding sein. Er holt Luke rein, kriegt hier einen Knock-Off und das ist sehr, sehr gut. Sharpie geht weg, jetzt kommt natürlich hier der U-Turn. Das sollte relativ obvious sein, dass der U-Turn kommt, damit kann er natürlich auch heftig pressuren. Wie machen wir das am ungeschicktesten? Manaphy sacken würde ich ungern Malamar sacken. Infernape mit Nectric brauche ich alle noch. Slurpuff, da brauche ich Regirock eigentlich in dem Kampf am wenigsten. Oder ich overpredict. Ich werde jetzt hier mal auf den Psycar, auf den Rockslide gehen. Er geht auf Roost, das ist okay. Rockslide macht 61% Schaden, das heißt, er kommt hier nicht mehr. Er kann sich hier nicht mehr hochboosten. Das ist gut. Rockslide ist sehr effektiv, trotz dass er durch den Roost einmal einen Flugtyp verliert. Das ist gut, weil da muss er jetzt rausgehen. Er kann jetzt natürlich Latias wieder sicher reinholen, aber im Endeffekt ist doch die momentane Situation, die wir geschaffen haben, für ihn etwas ungeschickt. Aber tatsächlich bekommen wir nur eine gewisse Zeit dazu. Gut, dann werde ich natürlich meine Kritik zurücknehmen. Dass man, ja doch, da haben sie es auch geändert. Dann möchte ich ja Showdown einmal sehr dafür loben, dass man die Zeiten etwas angepasst hat. Ich glaube sogar an den DS, dass man... Was sie generell sehr an das DS-Spiel angepasst. Gefällt mir gut, das, was sie auf Showdown in letzter Zeit verändern. Wenn es nur bei der Offline-App noch alles funktionieren würde, dann wäre das voll okay. Oder wäre das eigentlich voll cool. So. Das ist ja die Frage, weil wenn er jetzt hier auf die Offensive-Attacke geht, dann hat er ein bisschen ein Problem. Das ist klar. Dann wird es dann Fiaro verlieren hier in nächster Zeit. Er geht nochmal auf Roost, hofft auf den Mist. Das finde ich jetzt persönlich echt lame, um ehrlich zu sein. Jetzt nehme ich auch ein Superpower mir raus, einfach mal, damit ich hier den Boost bekomme. Dann muss das elende Trauerspiel hier nicht mehr länger mitgehen. Der Crit ist natürlich jetzt für ihn denkbar schlecht, aber für mich denkbar gut. Tut mir auch ein wenig leid, aber wer es halt provoziert, der muss dann damit leben im Endeffekt. Jetzt würde ich nochmal auf Roost würde ich nicht gehen, weil der nächste Superpower macht auf jeden Fall so viel Schaden. Er geht hier an Brave Bird. Ja, es klingt an der Tür, ist mir egal. Ich weiß es, ich habe es gehört, ich habe es vernommen. So. Superpower fehlt dann leider auch. Das macht doch nichts, denn ich spekuliere jetzt persönlich etwas darauf, dass er Latias reinholt. Denn er hat seine Brio hiermit verloren, Freunde. Das ist so, das ist er sich nicht, dessen wird er sich noch bewusst sein im Endeffekt, dass er hier die Brio verloren hat. Ich weiß auch nicht, welches Item das Fiaro hat. Wahrscheinlich ein Sharp Beak, würde ich mal vermuten. Aber das ist sehr, 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 sehr gut, wie es bis jetzt läuft. Das ist exzellent. Er kann es ja versuchen, irgendwie drauf zu gehen. Ja, das ist okay. Aber ich kann nicht sehr gut leben noch. Es weiß allerdings nicht, ja, sein Mammutl könnte noch eine Prio haben. Ich werde jetzt hier Calamaneo, wie gesagt, opfern, weil er nicht mehr viel outspeedet. Aber dennoch weiter einen Superpower nehmen. Items haben wir bis jetzt da noch nichts groß gesehen. Oder ich muss sagen, ich bin ja bei dem Kampf schon ein bisschen nervös, aber wir werden dann sehen, ob das mit oder ohne Recht ist. Auf jeden Fall werde ich hier gleich einen Nahkampf holen, denn er hat auch schon einen seinen Nahkampf. Oh, das tut weh. Das ist jetzt schmerzhaft. Kyurem Black noch hier abgezogen mit einem Enyumon, wohl bemerkt zu Calamaneo. Ich liebe das Teil, Freunde. Das ist so ultra asozial. Genau deshalb lieben wir es. Ja, ja. So, und jetzt
können wir mal schauen, ja, jetzt wird das hier halt irgendwie rausnehmen. Aber hier in das dürften wir eigentlich einen relativ soliden Switch in haben. Soll ich Regirock nehmen und den Weakness Policy Boost mir holen? Das ist natürlich eine coole Sache. Da muss halt auf ein. Da darf halt kein Mist kommen. Aber okay. Nehmen wir hier Regirock rein und gehen auf Rock Polish in Höhen, damit unseren. Er holt geht auf Roost. Das ist, naja, so mäßig gut, aber damit kann ich leben. Ich gehe jetzt erstmal hier auf Rock Slide, denn wir wissen ja, wir haben Sturdy drauf. Oh, das reicht nicht sicher. Das ist Chip Damage. Oder nee, das ist kein Chip Damage, das ist. Wie nennt sich das? Oh, Guinness. Wie heißt denn das? Ja gut, man sollte halt nicht mehr Wörter nehmen, die man nicht, eigentlich nicht kennt. Das ist eine Roll, genau. Und es reicht. Die Roll war sehr niedrig bei uns beim ersten Mal, das ist gut. Und jetzt ist hier Regirock der nächste Enyo übrigens, der hier komplett zerstört. Es kommt Snorlax rein, das ist sehr gut, denn er weiß nicht, dass ich den Drain Punch habe. Vielleicht ahnt das, vielleicht auch nicht, aber ich habe mich genau auf den etwas vorbereitet, auf den guten. Die Kampf-Weakness ist halt ultra präsent und das wird jetzt vielleicht sogar das Match kosten. Das kann sein, dass wir das erste Level 5-0 gewinnen, das wäre sehr episch. Holy shit, ey, dass wir direkt wieder voll Erdbeben juckt nicht oder verhältnismäßig juckt das nicht. Drain Punch. Und das ist schon cool, jetzt wie wir hier das Team von ihm so ein bisschen auseinandernehmen können mit Regirock, dem epischen Set mit der Weakness Policy. Wie gesagt, ich hab ja erwähnt, dass das eine große Überraschung sein kann. Hier nehme ich jetzt einen Earthquake, damit ich einfach sicher sein möchte, dass das reicht. Weil ich alles von allem anderen nicht hundertprozentig ausgehen kann, dass das killt. Und beides effektiv ist. Hier hat er noch seine Pussy, sein Mammutl und das können wir one-hitten. So ein 5-0 in der ersten Runde. Sehr, sehr episch. Hat mir gefallen. In diesem Sinne, ja, Analyse kann ich, glaube ich, gleich machen. Zwei Enyos haben ihn zerstört, hat mir gefallen. Ihm wahrscheinlich nicht so. Mit den 3 Punkten, die man durch den Sieg bekommt, glaube ich, kann man einiges anfangen, was das Teambuilding angeht. Ich verrate natürlich noch nicht was, aber ja, wie gesagt, in diesem Sinne, euch dann noch einen schönen Tag, schönen Abend, whatever. Und bis zur nächsten Runde der Showdown YouTube League. Hype, bye!